zufällig hineinzuschleichen. Soll ich Sie begleiten? Sie können mir dabei helfen, hineinzugelangen. Aber während ich da nach dem Telefon suche, sollten Sie versuchen, so viele Informationen über die Bomben wie möglich zu sammeln. Die Sprengstoffexperten bei Scotland Yard werden Sie brauchen. Verstanden. Na toll. Ich kann hören, wie Flaschen geöffnet werden. Die drei Brüder unterhalten sich lebhaft auf... Toll. Ah, da ist jetzt was. Die Leiter ist nur mit einem Bolzen an der Wand befestigt. Die Leiter ist nicht allzu schwer. Ich kann sie tragen. Ja. Wir klauen einfach mal eine Leiter. Die Leiter ist nicht allzu schwer. Ich kann sie tragen. Ah. Dann mit dem Draht noch verbinden. Geht doch. Aus einem kleinen wird eine große Leiter. Jetzt müssen wir nur schauen, wo war das? Ah, dort wahrscheinlich. Geschafft. Ich könnte die Stäbe zersägen und mir so einen Durchgang schaffen, der breit genug ist. Dann versuch's. Eine gute Idee, den Diamanten des Rings. Erinnere ich Sie etwa an den Affen, der die Halskette gestohlen hat? Gut gemacht, Holmes. Offen. Es wird Zeit, mich in die Höhle des Löwen zu wagen. Watson, ich kann nicht abschätzen, wie lange ich brauchen werde, um den Telefonapparat zu finden. Nutzen Sie die Zeit, um in den Schuppen zu gelangen, wo die Bomben gebaut wurden. Sofort. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Wow. Alle Achtung. Okay. Müssen wir mal schauen. Dank des Wodka-Vorrats ist es ruhig im Waschraum. Wahrscheinlich haben die Anarchisten nicht einmal bemerkt, dass sie eingesperrt sind. Toll. Er sieht andere Sachen. Ah, hier muss Wasser sein. Schweineschmalz. Wollten Sie das wirklich essen? Anscheinend. Der Ofen überhitzt, weil das Feuer nicht gelöscht wurde. Ich sollte mich schnell darum kümmern. Oh mein Gott. Okay. Zu heiß. Ich würde mir die Hand verbrennen. Ein großer, trockener Lumpen. Mhm. Okay, so schon mal nicht. Dafür gibt es keinen Grund. Na gut. Ein Schlüssel. Ah. Dort jetzt mit der Gießkanne das Feuer. Oh, das wurde aber auch Zeit. So. Hausmann Watson, du kannst jetzt endlich abhauen.
Wie viel wetten wir, dass das der Schlüssel für die Bombenwerkstatt ist hier? Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Ich muss mir Informationen beschaffen. Ich muss mir... Das ist der Schuppen der russischen Brüder. Das Schloss sieht ziemlich stabil aus. Alexei. Das muss der Name des russischen Anarchisten sein, der hier haust. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Vielleicht ist ja auch hier der Schlüssel. Tatsache. Na gut, dann hätte ich diesmal die Wette verloren. Eine hübsche Matroschka. Mal sehen, ob sich etwas darin befindet. Wahrscheinlich noch kleinere Matroschkas. Ich wusste es. Ein Schlüssel. Ui, auch ein Schlüssel, interessant. Einer der Brüder scheint leidenschaftlich gerne Holzarbeiten zu schnitzen, wenn er nicht gerade Bomben baut, natürlich. Das ist doch ganz nett. Eine verzierte Spielzeugtruhe. Der Name lässt darauf schließen, dass sie einem gewissen Alexei gehört. Sie ist verschlossen. Wir haben ja auch gerade einen kleinen Schlüssel gefunden. Haha. Ach du Schande. Ein kyrillischer Brief mit einem merkwürdigen Symbol. Ein Beutel mit Murmeln. Der Zeiger einer Uhr. Diese Anarchisten sind wirklich merkwürdige Handwerker. Naja, man kann ja nie wissen. Schöne Kreisel. Alright. Gut, dann gibt's hier anscheinend nichts mehr zu tun. Ich brauche etwas. Ahaha. Okay. Dieses Symbol habe ich schon einmal gesehen. Auf dem Blatt Papier, das ich in der Truhe der Anarchisten gefunden habe. Ah. Oh je, das wird nett werden. Oh. Ja. Nicht allzu schwierig. Durch Zufall zum Sieg. Nochmal 3 Wagen mit vergifteter Suppe. Ich muss mich beeilen. Ja, wir müssen uns wirklich beeilen. Schnell. Hier haben die 3 Anarchisten also ihre Bomben gebaut. Was für eine Unordnung. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Wenn ich verstehen will, wie diese Bomben funktionieren, muss ich selbst eine bauen. Na supi. Hier ist der Tisch für den Bau der Sprengsätze. Toll. Da ist etwas. Interessant. Sondern erstmal brauchen wir die ganzen Sachen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Wir haben noch Beute mit Murmeln. Hier ist der Tisch für den... Ja, das haben wir schon mal. Ein
Ein Brecheisen. Super. Das brech auf. Geht doch. Dynamitstangen. Hier ist der Tisch für den Bau der Sprengsätze. So, mal gucken. Ah. So, erstmal bräuchten wir das. Ich merke schon, wir brauchen... Oh mein Gott. Ach man. So, also mal gucken. Ach, ich überspringe jetzt einfach mal. Ja, Origami war noch nie mein Teil. Ein Plan für russische Bomben auf einem japanischen Origami, um Wahrzeichen Englands in die Luft zu sprengen. Wirklich kosmopolitisch. Ja, sehr nett sogar. Ich würde sagen, es fehlen noch ein paar Sachen. Dynamitstangen. Diese Kiste enthält Funkempfänger und Kupferdraht. Ja, damit. Wenn wir den Mist schon nachbauen müssen, dann sollten wir es auch mitnehmen. Na, da war doch eben noch was. Okay. Na dann. Dieser Plan erklärt Schritt für Schritt den Bau einer Bombe. Das bringt nichts. Das bringt.
Das bringt nichts. Ah. Ja, das war das eine. Das andere ist dann das hier. Nummer 4 wäre das. Ganz offensichtlich ist der Funkempfänger eingeschaltet. Also B. Nächstes kommt die Uhr. Das bringt nichts. Dann das Draht. So, da jetzt die Kurbel. Hoppla, der Schalter funktioniert nicht. Nur die Ruhe, John. Du musst lediglich einen anderen Weg finden, um die Bombe zu entschärfen. Ich sollte mit der Bombe zum Karussell gehen. Na dann. Ich nehme die Bombe mit. Oh, sie ist ganz schön schwer. Nun, hab dich mal nicht so. Die passt locker in deine Hosentasche, wie man sieht. Das Steuerpult funktioniert nicht. Na toll. Hier können wir ein Telefon einstecken, um Lestrade anzurufen. Na, klingt doch super. Mit Hilfe dieses Funkortungssystems kann ich vielleicht die Funkverbindung zu meiner Bombe unterbrechen. Oh oh, von da aus, wo die Bombe platziert wurden. Nochmal von vorne. Ich muss etwas falsch gemacht haben. Mal gucken. Nochmal von vorne. Oh. Ich muss etwas falsch gemacht haben. Ja. Nochmal von vorne. Das ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Ja, super. Geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich. Die Antenne auf dem Karussell steuert alle Bomben, die die russischen Brüder gebaut haben. Das Steuerpult funktioniert. Ich denke, jetzt können wir die Verbindung zu allen Bomben unterbrechen, die in London platziert wurden, inklusive meiner. Ich muss Holmes Bescheid sagen.
Alright. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Oh, falsche Richtung, würde ich sagen. Da lang, ja. Ich werfe eine Murmel gegen das Fenster. Vielleicht kann ich so Holmes auf mich aufmerksam machen, sofern er dort ist. Na dann, versuch dein Glück. Holmes ist hier nicht. Ich versuche es besser bei einem anderen Fenster. Na toll. Ach, da ist noch ein Fenster. Ich werfe eine Murmel gegen das Fenster. Vielleicht kann ich so Holmes auf mich aufmerksam machen, sofern er dort ist. Holmes antwortet nicht. Ich warte lieber, bis er das Zimmer mit dem Telefonapparat gefunden hat. Na, supi. In der Zwischenzeit. Dieses Zimmer ist sauber und aufgeräumt. Im Gegensatz zu dem ganzen Dreck auf dem Jahrmarkt. Automatisch gespeichert. Also würde ich auch jetzt mal eine Pause einlegen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.